Abschließend letztlich noch ein Hinweis zu Europa. Schritt für Schritt. Nein, Herr Kollege, Ihre Redezeit ist wirklich deutlich überschritten. Eins hat sich in den 27 Jahren, die Gregor Gysi mittlerweile im Bundestag sitzt, wirklich nie geändert. Seine Redezeit war zumindest gefühlt immer zu kurz. Gut, dass wir hier bei die da oben keinen Bundestagspräsidenten im Rücken sitzen haben, der uns das Mikro abdrehen könnte. Also nutzen wir die Zeit und schauen pünktlich zum 72. Geburtstag von Gregor Gysi zurück auf seine Rede-Highlights der vergangenen Jahre. Denn in der aktuellen Legislaturperiode hat er einen neuen Lieblingsgegner ins Parlament gepflanzt bekommen. Die AfD, ich komme ja jetzt zu Ihnen. Die AfD plakatiert Wende 2.0 und will angeblich die Wende vollenden. Meine wenigen Damen und vielen Herren von der AfD hier, mit der Wende, mit dem Umbruch, mit der friedlichen Revolution hatten und haben Sie nicht das Geringste zu tun. Politische Argumente mit einem kleinen versteckten Diss in Richtung politischen Gegner abfeuern, das ist 100% Gregor Gysi. Aber klar, der Kampf gegen rechts und der Kampf um Akzeptanz im geeinten Deutschland gehören nun mal zu seinen Lieblingsthemen. In 11 von 14 Bundesministerien gibt es keine einzige Abteilungsleiterin und keinen einzigen Abteilungsleiter aus dem Osten. Es gibt bei 120 leitenden Beamtinnen und Beamten 3 Ostdeutsche. Es wird nicht besser, sondern schlechter. Denn 2013 waren es noch 5 und 2016 noch 4. Jetzt nur noch 3. Wann sind wir bei 0? Wer die innere Einheit will, muss endlich gleiche Chancen und gleiche Lebensverhältnisse in Ost und West, in Nord und Süd für Frauen und Männer und alle Bewohnerinnen und Bewohner, das heißt auch für die Menschen in und aus den neuen Bundesländern schaffen. Sonst nimmt man die Einheit nicht ernst. Dankeschön. Natürlich war die Einheit im vergangenen Jahr, 30 Jahre nach dem Mauerfall, ein großes Thema im Bundestag. Dabei wurde selbstverständlich auch über die DDR gesprochen. Zu seinem ehemaligen Heimatland hat Gysi eine, sagen wir mal, unpopuläre Haltung. Trotzdem lehne ich den Begriff des Unrechtsstaates für die DDR ab, weil der frühere Generalstaatsanwalt von Hessen, Fritz Bauer, diesen Begriff zu Recht für die Nazi-Diktatur prägte. Die Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler, die Demonstrierenden, wollten zumindest bis zum Fall der Mauer die DDR grundsätzlich reformieren, was möglich erschien. In einem Unrechtsstaat wie Nazi-Deutschland war dies ausgeschlossen. Er konnte und musste abgeschafft werden. Mit der Außenpolitik der Bundesregierung war der linken Politiker in den vergangenen Jahren überhaupt nicht zufrieden. Sie hängen nach wie vor am Rockzipfel der US-Administration. Eine Roulettekugel ist im Vergleich zu Trump zwar exakt berechenbar, aber Trump hat schon begriffen, dass der Kalte Krieg zu Ende ist, die Sowjetunion untergegangen ist und alte Feindbilder nicht mehr stimmen. Und Sie, Hamas, verharren im Unterschied zu Trump immer noch in den alten Feindbildern, nach dem Motto an der Seite der USA gegen die Sowjetunion. Sie müssen lernen, neu zu denken. Die Sowjetunion gibt es gar nicht mehr. Vielleicht hat es der ein oder andere an der Stelle schon durchgehört. Die deutsche Haltung gegenüber den USA war Gysi oft ein Dorn im Auge. Die NATO will mit Zustimmung der Bundesregierung pro Mitgliedsland 2% des Bruttoinlandsprodukts für Militär ausgeben. US-Präsident Trump rief nach Europa, dass das jetzt nun endlich zu verwirklichen sei. Sofort riefen Frau Merkel und Frau von der Leyen hier, wir sind artig, wir machen das. Sie wissen es möglicherweise nicht, meine Damen und Herren von der Bundesregierung, aber man darf zu Herrn Trump auch Nein sagen. Allerdings braucht man dann etwas Kreuz im Rücken. Kreuz im Rücken, Haltung, Rückgrat, wie man es auch nennen will. Es ist jetzt nicht so, dass die Bundesregierung nie etwas davon gezeigt hätte. Nur hat sie eben oft klare Kante gegenüber Russland gezeigt. Und das hat Gregor Gysi so gar nicht gefallen. Gegen Russland wurden umfangreiche Sanktionen beschlossen. Gegen die USA und die Türkei wagen sie nicht einmal darüber nachzudenken. Sie werden eine Gleichbehandlung ablehnen, aber vergessen, dass Putin und die russische Bevölkerung die unterschiedliche Behandlung durch die gesamte EU mitbekommen. Deshalb unterstützt leider Putin jetzt alle Kräfte gegen die EU. Ohne und gegen Russland gibt es weder Frieden noch Sicherheit in Europa. Aber Moment mal, war Russland nicht das Land, das die Krim völkerrechtswidrig annektiert hat? Es geht nicht darum, Russlands zum Teil imperiale Absichten gutzuheißen oder die Menschenrechtsentwicklung nicht zu kritisieren. Aber nach Jahren mit Sanktionen und Truppenaufmärschen sollte doch klar werden, dass man damit nur das Gegenteil erreicht.
Okay, jetzt ist aber Schluss mit den alten Zeiten und knallharter Politik. Denn was Gregor Gysi auch in den letzten Jahren immer wieder ausgezeichnet hat, waren seine humorvollen Spitzen in Richtung Union. Herr Kauder, ich hatte so gehofft, Herr Kollege Kauder, dass Sie eine Krankheit überwinden, wenn ich aufhöre als Fraktionsvorsitzender. Aber Sie leiden immer noch schwer darunter. Ich muss das der Bevölkerung erklären. Es gibt eine pathologische, also krankheitsbedingte Ausschließeritis. Und die führt, diese Krankheit führt dazu, dass Sie mit den Linken zusammen keinen Antrag machen. Ich glaube, ja, glauben Sie es mir, Sie müssen sich einen Ruck geben. Ich will es Ihnen auch erklären. Es ist ganz einfach, sich therapieren zu lassen. Sie müssen ein paar demokratische Grundsätze akzeptieren. Sie müssen akzeptieren, dass ein Parlament Ausdruck unterschiedlicher Interessen ist. Sie müssen Toleranz entwickeln. Und Sie sollten nicht vergessen, dass wir im September Wahlen in Berlin haben. Vielleicht, ich weiß es ja nicht, kommt meine Partei in die Regierung und dann brauchen Sie uns. Und das ist mit krankhaften Leuten immer schwer hinzubekommen. Aber nicht nur für den politischen Gegner hatte Gregor Gysi immer einen guten Ratschlag am Start. Eine Bitte an die Medien. Wenn man in den Medien Muslime sieht und hört, dann rufen sie entweder so laut nach Allah, dass manche Menschen bei uns Angst bekommen, oder sie sprengen sich als Selbstmordattentäter gerade in die Luft. Wie wäre es damit, einmal die Millionen friedlich betenden, arbeitenden und gastfreundlichen Muslime, die sich um ihre Kinder, ihre Angehörigen, ihre Freundinnen und Freunde kümmern, zu zeigen? Vielleicht war es nicht immer ganz zeitgemäß. Männer sind anders gestrickt als Frauen. Männer empfinden ihre Bedeutung nur über ihre berufliche Tätigkeit und unterliegen dann noch dem Irrtum, ja, hören Sie doch mal zu. Und unterliegen dann noch dem Irrtum, dass sie, wenn sie höher bezahlt werden, eine höhere Bedeutung haben. Frauen bringen neues Leben zur Welt und haben deshalb eine andere Perspektive als wir Männer. Würdevoll und mit Augenzwinkern war es dafür immer. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen aufrichtig beste Gesundheit, schöne Erlebnisse, viel Glück. Und nur ein wenig vom Gegenteil, um nicht zu verlernen, Glück zu schätzen. Außerdem wünsche ich Ihnen allen größte politische Erfolge. Natürlich nur insoweit, wie Sie mit meinen politischen Sichten übereinstimmen. Und da Sie für mich immer eine Herausforderung waren, was zweifellos zu meiner Entwicklung beigetragen hat, sage ich Ihnen auch Danke. Und auch wenn Gregor Gysi heute Geburtstag hat, auch hier bei Die da oben ist seine Redezeit endlich. Herr Bundestagspräsident, ich will es Ihnen bloß kurz erklären. Wissen Sie, als ich vor einem Jahr das letzte Mal erklären Sie mir es nachher. Hatte ich immer die 7 Minuten. Ist rum, Herr Kollege Gysi. Ich weiß, aber da hatte ich immer 7 Minuten. Ich muss mich auf 6 erst einstellen. Ja, aber gut, Sie haben jetzt auch schon 7. Ich höre dann auf und sage nur so viel. In diesem Sinne, alles Gute zum 72. Geburtstag Gregor Gysi. Wenn ihr jetzt noch mehr Bock auf Best-of-Videos habt, dann abonniert hier unseren Kanal. Da findet ihr zum Beispiel rhetorische Perlen aus den Reden von FDP-Chef Christian Lindner. Mehr über Ostdeutschland, Mauerfall und Wiedervereinigung gibt's hier bei Franziska Schreiber.